Moin, liebe Nord24-Gemeinde. Es geht wieder um Eishockey. Die Penguins haben die Straubing Tigers in unseren virtuellen Playoffs im Viertelfinale in 4:2 Spielen abgeledert. Jetzt geht's ins Halbfinale gegen München, nach unserer Berechnung. Und da haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Die Fischtown-Penguins selbst, die machen jetzt mit. Und zwar, um genau zu sein, dieser Mann, Max Fortunis, der aber von sich selber leider sagt, er ist nicht gut genug in NHL. Und deswegen hat er seinen Sohn vorgeschickt, den 12-jährigen Malik. Und ja, wir schauen mal, wie gut der Junge ist. Ich habe schon gehört, er ist ganz gut. Mal gucken, ob er besser ist als Peter oder schlechter. Mal gucken, ob ich mit München eine Chance habe. Also Malik Fortunis spielt die Penguins. Und die beiden haben noch einen kleinen Gruß für euch. Hi Penguins Fans, Max Fortunis here with Malik. Hi. I hope everybody's staying healthy in those rough times. But let's put a little sunshine in our lives. Malik is going to represent us playing NHL against Red Bull Munich. So all the best, buddy. Make us proud. Ja, die erste Partie der Fishtown Penguins im Halbfinale findet natürlich in München statt. Die bessere Mannschaft hat da das Heimrecht. Wir spielen Best of Seven. So im Viertelfinale auch. Und es geht auch schon los. München in Schwarz, die Penguins in Weiß, im bekannten Weiß. Malik legt schon gut los. Versuche mich hiermit. Und da ist auch schon das erste Tor. Das geht ja schon gut los für die Fischtown Penguins. Gegen Red Bull München. Wer jetzt sich fragt, ja, wir spielen NHL 19, diesmal nicht 20. Nicht wundern, denn die Fortunisses hatten zufälligerweise nur NHL 19 auf der Playstation. Und da habe ich gesagt, absolut kein Problem, spielen wir 19. Ja, Chad Nering mit dem ersten Tor für die Penguins. Es geht ja schon gut los bei Red Bull München. Aber es ist schon ähnlich wie die Spiele, die Peter und ich gemacht haben mit den Straubing Tigers und den Fishtown Penguins. Denn da... Oh, denn da ist auch immer ein schnelles Tor gefallen. Da komme ich kaum hinterher. Schön geblockter Schuss. Jetzt habe ich mal Platz. Ah, und der Puck stößt nur an Pöpperle an. Oh! Und da ist tatsächlich schon das 2:0 für die Penguins. Also der Sohn von Fortune scheint mich hier wirklich in die Mangel nehmen zu wollen. Falls ihr euch fragt, warum spielen wir hier die Playoffs auf der PlayStation 4? Der Hintergrund ist natürlich ein nicht so guter. Die realen Playoffs in dieser Saison sind ja abgesagt worden. Es gibt keine Playoffs im Eishockey in der DEL. Der Grund ist bekannt, Corona. Umso trauriger ist es genau in dieser Saison, als die Penguins erstmals direkt die Qualifikation fürs Viertelfinale hinbekommen haben. Aber als kleines Trostpflaster für die Penguins-Fans spielen wir jetzt die Playoff-Partie nach. Wie ich vorhin schon angedeutet habe, im Viertelfinale, wer es nicht mitbekommen hat, ihr könnt natürlich die Videos nochmal auf Facebook Nord24 und auf nord24.de nachschauen. Da ging es gegen die Straubing Tigers. Peter Gastner, mein Kollege, hatte da die Fischtown Penguins gespielt. Ich war die Straubing Tigers und nach einem Sieg der Straubing Tigers ging es dann auch ganz schnell und die Penguins haben zurück in die Spur gefunden und am Ende stand es dann nach Spielen 4:2.
Und im Halbfinale, wie ihr seht, wartete dann schon der nächste Gegner, nämlich Red Bull München. Die jetzt zurückliegen, 2:0, nach zwei schönen Toren durch die Pinguins. Aber im ersten Drittel ist ja noch nichts verloren. Ja, nicht wundern, wenn ich manchmal kurze Zeit nichts sage. Da muss ich mich auch mal konzentrieren, weil reden und spielen gleichzeitig, das kann auch der beste Spieler manchmal nicht so gut. Ja. Fortune sagte auch, oh, da ist ein Kampf, sagte auch zum Können seines Sohnes, also der ist wirklich gut. Und ich glaube, er wird auch recht behalten, wie schnell er hier mit 2:0 in Führung gegangen ist. Ah! Ja, den hält Pöpperle fest. Und da hatte ich keine Chance. Da hat tatsächlich mal ein Fortunes mit dem Spieler Fortunes gespielt, wenn ihr gerade mal hingeguckt habt. Oh! Da, nach einem etwas härteren Check komme ich da an den Puck. Oh! Und ich glaube, es war sogar. Ja, es ist Fortunes, der den Puck da stoppt. Ah, da wollte er mich austricksen, hat es aber nicht geschafft. Oh, da ist Torraumduell hier. 3 Sekunden noch auf der Uhr. Letzter Schlag. Oh. Gut noch aus der Ecke gefischt. Pöpperle scheint eingefroren zu sein. Ja, es geht in die Katakomben. Erstes Drittel ist vorbei. Wir starten aber auch direkt ins nächste. Ja. Auch die Fortunes sind soweit. Ja, selbst die Kommentatoren sagen, dass wir noch Glück haben, dass wir noch im Spiel sind. Besonders nach dem ersten Drittel, weil das war schon echt in den ersten paar Minuten eine Offensivleistung der Penguins hier. Oh! Jetzt hoffe ich mal, dass ich... Da ist der Platz! Und, ah! Der wäre fast drin gewesen, aber Pöppel reißt dann noch den Ellbogen hoch. Oh! Ja! Oh! Er ist immer noch am Puck! Ah! Oh. Trubel vor dem Tor. Aber wir können das Tor verhindern. Oh, der war gut weggecheckt. In der Neutral Zone. Und da werde ich vom 12-jährigen Malik Fortunes genatzt. Keine Chance für mich. Aber für alle Penguins-Fans da draußen, also 3:0 im virtuellen Halbfinale gegen Red Bull München, das sieht gut aus. Und wir spielen Best of 7. Ein Sieg zum Start, danach zu Hause in der Eisarena. Das sieht schon gut aus. Aber es ist ja gerade mal fast die Hälfte des Spiels vorbei. Und es ist auch schon das 14:0. Ja, das sieht wirklich gut aus für die Fishtown-Pinguins. Und den Bulli gewinnen sie auch immer.
Ja. Diesen hat Danny aus den Birken. Oder von den Birken? Aus den Birken. Irgendwie bietet er mir ständig an, einen Kampf zu beginnen. Das, was Peter und ich nie hingekriegt haben. Aber ich will jetzt nicht in der ersten Partie so früh ist es ja nicht mehr im Spiel ein Kampf. Oh, da wird mein Spieler weggecheckt. Ich komme einfach nicht an ihn ran. Aber jetzt habe ich mal ein bisschen Platz. Es kann ja nicht sein, dass ich hier ohne eigenes Tor rauskomme. Ah, das gibt es nicht. Da ging der Schlag nicht schnell genug los. Es scheint aber auch eine ziemlich faire Partie zu sein. Also bis jetzt gab es noch keine Strafzeiten. Aber das wird sich sicherlich auch noch ändern. Ah! Ja, die Schüsse aus der Ferne sind jetzt nicht das Allheilmittel hier. Aber meistens fehlt mir in der Mitte auch ein Spieler zum Anspielen. Ja, das sieht man mal, dass der Malik Erfahrung hat in NHL. Ich habe da echt teilweise keine Chancen, irgendwie an den Punkt zu kommen. Aber es ist abseits und er schlägt noch zu. Nochmal Glück gehabt, dass es abseits war. Oh! Wo geht da der Bulli denn hin? Oh! Aber jetzt... Ah! Da wollte ich ihn mal schnell über die Bande spielen, aber er geht direkt zum Gegner. Oh, da komme ich nicht. Da bleibe ich am Tor hängen, der Spieler. Ah! Ja, da kann ich... Oh! Oh, immer noch am Puck. Nein! Der war gar nicht schlecht, aber Pöperle ist schnell genug in der Ecke. Gibt Icing. Da habe ich den Bulli wieder verloren. Aber... Ah nein, da ist niemand. Der Puck geht direkt zum Gegner. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für so einen talentierten Spieler wie Malik Fortune ist. Ja, komm. Ja, gut geblockt von den Penguins, aber... Eigentlich den Puck gut weggeschlagen. Ey! Oh, da stolpern einige Spieler übereinander. Noch eine Minute im zweiten Drittel. Für die Münchner anscheinend ein gebrauchter Tag. Ah! Damit endet das zweite Drittel. Ja, 0-4 in München. Also 4-0 aus Pinguinsicht. Also die Penguins-Fans werden sich freuen, ich weniger, weil ich hier in München spielen muss. Natürlich, wenn es so gekommen wäre in den echten Playoffs, hätte ich mich natürlich auch gefreut. Aber einer muss ja mit ein bisschen Ehrgeiz hier in München spielen. Oh, und leider bin ich das. Denn den Fortune ist es zu sagen, dass sie in München spielen sollen, das hätte ja keinen Sinn gemacht. Also es macht schon Sinn, dass... Der Sohn von Fortune ist Bremerhaven. Da ist es die erste Strafzeit. Warum auch immer, für mich war es ein ganz normaler Check. Aber bei einem 0-4 jetzt auch noch eine Strafzeit und Powerplay für die Penguins. Da mache ich mir wirklich langsam Sorgen, ob das hier noch was wird mit einem Tor für mich.
Was auch ein bisschen schade ist natürlich, dass die in meinen Augen wunderschönen Playoff-Trikots der Fishtown Penguins weder bei NHL 20 noch natürlich bei NHL 19 sind. Diese Fischer... Oh, was passiert da vor dem Tor? Da ist der Puck frei! Ja. Diese wunderschönen... Oh, was mache ich denn? Ja, das war ein geschenktes Tor. Das war richtig doof von meinem Torwart oder von mir. Da jubelt sogar der echte Fortunist auf dem Eis. Ja, die Fischerhemden, die es extra für die Playoffs gab, die leider jetzt, ich weiß nicht, im Schrank verstauben oder so, dass die weder im Spiel sind noch halt in den echten Playoffs getragen werden konnten, ist wirklich schade. Vielleicht werden die dann ja zu der allgemeinen Ligenbekleidung in der nächsten Saison. Oh! Oh! Wo ist der Puck? Ah, beim Torwart. Ah, da hätte er mir fast ein Tor geschenkt, aber ich war leider zu langsam. Komm, hol ihn dir zurück. Ah. Gut gestört. Aber die Penguins bleiben im Puckbesitz. Oh. Oh. Kurz einstoppen. Na, der muss es sein. Der muss reingehen. Da werden eklatant die Chancen missachtet. Wenigstens eine hätte mal reingehen müssen, aber irgendwie scheinen... Oh! Die Münchner ihr Zielwasser nicht getrunken zu haben. Schön den Puck zurückerobert, aber wieder sträflich verloren. Oh, gut gestört. Oh, da trickst er mich aus. Abseits. Oh! Da gibt es noch ein bisschen Scharmützel auf dem Eis. Aber das gehört jetzt zum Eishockey dazu. Da steht bei mir gutes Timing, aber die Penguins kommen an den Ball. An den Puck. Geht da schon wieder los. Das gibt es nicht. Da ist eine gute Vorlage nach der anderen, aber der Puck will einfach nicht ins Tor. Aber und jetzt werde ich hier ausgetanzt wie ein alter Mann. Nichts gegen alte Männer, die ein alter Mann, der nichts von Eishockey versteht. Aber das kommt halt vor, wenn man gegen einen 12-Jährigen spielt. Gutes Timing, ja. Ja, ich glaube, das sieht nicht gut aus für die für Red Bull München. 5:0 für die Fishtown Penguins. Da muss im nächsten Spiel von Best of Seven natürlich mehr kommen. Sonst ziehen hier nachher die Fishtown Penguins mit wehenden Fahnen mit 4 Siegen ins Finale ein.
wo dann die Adler Mannheim warten können. Das wäre echt ein Finale. Das hätten sich auch einige Bremerhavener gewünscht. Die Fishtown Pinguins gegen die Adler Mannheim. Dann noch, oh, das hätte vielleicht noch das kosmetische 5:1 sein können. Aber das Spiel ist vorbei. Die Fishtown Pinguins gewinnen in München. Ich glaube, es war am Ende 5:0. Das war echt schwer für mich und für München. Und viele Pinguins-Fans wird es, wie gesagt, freuen. Wir sehen uns bei der nächsten Partie, wo dann wieder Herr Fortune ist. Zumindest dein Sohn auf mich warten wird. Bis dahin, bleib gesund.